Wir nehmen wieder Link, würde ich sagen. Diesmal aber in seinem Rekrutengewand und mit Zauberstab. Wir gehen aber zum Bazar vorher. Denn, ich habe es mir gedacht, ich habe es gehofft. Wir haben einige Monstermaterialien gesammelt. Mit denen können wir den jetzt nämlich ein bisschen upgraden. Somit hat er jetzt zum Beispiel für den Feuerstab eine neue Combo erlernt. Die werden wir jetzt so weit vorantreiben, wie es geht. Damit wir auch coole Sachen machen können. Aber natürlich auch gleich noch für Design, Schwert, eine Verbesserung. Oh, und die Schwachpunktanzeige, diese graue Anzeige, von der ich geredet habe. Senkt sich jetzt schneller. Der Kludoschakrat Volga basiert aber auf Volvagia, den Drachen aus Ocarinas Feuertempel. Aber der war doch nur so eine Wurst. Der war doch nur so eine brennende Wurst, oder? Weil wenn der sich in seine Drachenform verwandelt, hat der Flügel und fliegt rum und sieht eher aus wie der Twilight Princess Drache, finde ich optisch. Aber das, er hat schon das Feuerelement ganz stark und der Name würde auch dafür sprechen, da hast du recht. Aber vom Aussehen her hätte ich den eher immer mit dem Twilight Princess Drachen in Verbindung gebracht. Aber grundsätzlich, genau, wahrscheinlich nicht. So, und das, was ich hier jetzt aufbessere, verbessert unsere Power-Ups. Beziehungsweise, das ist kompliziert, alle Power-Up-Waffen, Spezialwaffen, die es im Spiel gibt, können kurzzeitig verstärkt werden durch gewisse Items. Und jetzt wird die Zeit, in der diese Items dann für einen gewissen Zeitraum unter gewissen Umständen verstärkt werden, ein bisschen verlängert. Das ist eigentlich alles. Das Rekrutengewand ist auch wirklich komplett für dieses Spiel hier für Hyrule Warriors entworfen worden und soll quasi so das Rekrutengewand der königlichen Garde darstellen. Gut, wir nehmen den Zauberstab in seiner besten Form, die ich bis jetzt habe. Oh, das finde ich immer interessant. Wenn ihr rechts unter dem Bild der Waffe guckt, dann sehen wir hier so ein 3000 in Rot. Das heißt, ich muss mit dieser Waffe 3000 Gegner besiegen, dann schalten wir eine spezielle Fähigkeit frei. Das ist eben unsere Fee, die einzige, die ich bis jetzt habe, Glissi. Die habe ich bis jetzt mit 2 Dekonüssen gefüttert, deswegen ist sie Stufe 5. Ansonsten kann sie im Grunde gar nichts, außer Durchhaltekraft. Und das heißt, wenn ich sterbe, erweckt sie mich wieder, wie das Feen halt so machen in Zelda. Insofern, ziemlich cool. Oh, schön ist auch, ich kann Ocarina spielen, wartet mal. Jetzt habe ich's. Egal, weiter. Oh, wisst ihr, da freue ich mich echt schon. Da sind wir wieder bei Animal Crossing. Da hat man nämlich schon in einem Screenshot oder was im Video gesehen, dass es eine Ocarina gibt. Und mit der kann man scheinbar sogar wirklich spielen. Ich glaube, sobald ich die habe, werde ich stundenlang am Meer auf einem Felsen stehen und Ocarina spielen lernen. Nur mit dem Controller natürlich, nicht in echt. Ich bin ja nicht bescheuert und lerne in Wirklichkeit ein Experiment, wenn ich in der Zeit Animal Crossing spielen kann. Oh, ich habe es gar nicht gelesen. Das ist jetzt scheinbar so eine One-Hit-Challenge. Das heißt, ich darf kein einziges Mal getroffen werden, sonst bin ich sofort tot. Das gleiche gilt für die Gegner und ich muss jetzt wahrscheinlich 10 besiegen, meistens. Ja, da unten steht es, 10. 10 Moblins besiegen, 10 Moblin-Helden besiegen, ohne ein einziges Mal getroffen zu werden. Die sind in der... Dammit, du Arsch. Ich wollte gerade sagen, in der Regel sind die nicht besonders schwer, diese Mission, aber es kann schnell mal schief gehen. Und jetzt hat mich so ein Minion gehauen. Das ist was, das passiert eigentlich nie. Die Minions stehen eigentlich rum und gucken blöd. Aber ja, so ist das eben. Penner. So, Mission erfolgreich, mehr oder weniger. Wir haben sogar einen Schlag überlebt von dem Minion. Ein Viertel Herz hatten wir noch oder so. Gibt es eigentlich noch Bildfehler? Ich glaube, das Umstecken hat funktioniert, oder? Ich sehe zumindest im Augenwinkel nichts mehr glitschen. Glitch, glitch, glitch. Ich müsste auch mal lernen, die Ocarina zu spielen. Die ich mir bei Amazon gekauft habe. Hatten wir uns damals zu Ocarina of Time-Zeiten nicht alle eine Ocarina gekauft? Ich glaube, ich hatte auch eine, aber die war ganz klein und blöd. Und die mochte ich nicht. War halt auch billig.
Hey, das war sogar ein A-Rang, obwohl ich getroffen wurde. Das ist aber nett. Na gut, jetzt können wir uns hier die Krafthandschuhe holen unter Umständen und es gibt sogar Herzcontainer und goldene Skulkullas. Goldene Skulkullas sind deswegen wichtig, weil man damit Bilder vervollständigt. Aber das ist nicht, was die so wichtig macht, sondern durch die Vervollständigung der Bilder oder besser gesagt das Sammeln der Skulkullas wird der Bazar, auf dem wir gerade waren, erweitert. Und das ist ziemlich gut. So, wir müssen hier die Riesenmonster auf der Insel besiegen. Hier kämpfen wir gegen König Dodongo, dem zweiten Endboss aus Ocarina of Time. Und ich weiß nicht, wie vielten Endboss aus dem ersten Zelda. Es ist ein häufig wiederkehrender Zelda-Gegner. Ich nehme jetzt deswegen nochmal Link, weil der Zauberstab, der Feuerstab, der kam gerade nicht so richtig zur Geltung, nicht so richtig zum Einsatz. Ah, ich darf zwei Charaktere nehmen, sehr gut. Dann nehmen wir gleich noch Impa. Bei dir habe ich schon das Big Goron-Schwert freigeschaltet. Die nächstbessere Version ihres Langschwerts. Die Big Goron-Klinge. Es gibt offiziell eine Spielzeug-Ocarina mit den Knöpfen vom N64. Ja, das ist natürlich cool, damit man die Ocarina of Time-Lieder nachspielen kann. Das ist natürlich super. Das gefällt mir. Der erwachsene Link und Impa sind, wenn man so will, in dem Spiel hier Original-Kämpfer. Das ist zwar natürlich der Link, wie er in jedem anderen Spiel dargestellt wird oder in jedem Spiel, wo er erwachsen ist. Und Impa kommt auch in ähnlicher Form vor. Aber die beiden sind im Grunde Original-Figuren für Hyrule Warriors und nicht aus irgendwelchen anderen Spielen übernommen, so wie andere Figuren. Kann man so sagen im Grunde. Hallo, Caveat. Und Felix, wie geht's euch? So, starten wir einfach mal. Was müssen wir machen? Ach ja, Riesenmonster besiegen. Scheinbar ist das aber eine richtige Schlacht, die wir hier kämpfen müssen. Nicht nur Riesenmonster besiegen. Na dann, gehe ich einfach mal Basen erobern, bis mir das Spiel was anderes sagt. Verteidige die Festung gegen Feinde. Krabbelmine bewegt sich. Um das sollten wir uns kümmern. Krabbelminen sind ziemlich gefährliche Dinger. Wenn es die bis in meine Festung schaffen und dann explodieren, ist die auf einen Schlag besiegt. Und wenn die Festung die Hauptfestung ist, kann es quasi bedeuten, dass wir sofort Game Over sind. Danke fürs Followen, Caveat. Schön, dass du mit dabei bist. Deswegen mache ich die jetzt hier noch so schnell wie es geht kaputt. Wäre cool, wenn wir die hier schnell zerstören, weil dann könnte ich die Festung gleich noch erobern. Ja, du bleib doch mal kurz hier. So. Der Feuerstab wurde auch in Hyrule Warriors sehr frei interpretiert hier. Der macht crazy shit, den wir so, glaube ich, noch nie gesehen haben, aber ist ja cool. Endlich hat jemand meinen Namen sofort richtig ausgesprochen. Ha, cool. Normalerweise, es ist halt natürlich immer auch schwierig, aber normalerweise ist das immer sehr problematisch mit Namen auf Twitch und die richtig auszusprechen ist schon fast unmöglich meistens. Was die Version auch im Vergleich zur Wii-U-Version neu hat, ist, dass gewisse Attacken dieser Helden hier abgebrochen werden können, wenn man das richtige Werkzeug benutzt. Und die greifen dann sogar ihre Verbündeten an. Das ist was sehr Spezielles, Neues, an das ich mich erst gewöhnen muss. Finde ich aber eigentlich eine coole Ergänzung. So, ich sehe gerade, dass, glaube ich, eine... Ich glaube, das waren mehrere Krabbelminen. Ich glaube, eine ist in unserer Heimatbasis. Da sollte ich jetzt wirklich schnell hinlaufen. Da oben ist auch ein Countdown schon. Den hätte ich fast übersehen. Das wäre blöd gewesen. Aber ich glaube, das kriegen wir schon hin in 40 Sekunden. Zelda hat ja schon ein bisschen vorgearbeitet. Das ist nett von ihr. Weil witzigerweise explodiert sie jetzt zwar auch. Und zwar sogar mit der gleichen Animation. Aber halt nicht so, dass unsere Basis deswegen erobert wird. Also... cool. Bei meinem Namen kann man sich an der Aussprache von Toadette orientieren. Ah ja. Also Caveat. Quasi. Caveat.
Ja, passt schon. Es gibt natürlich auch den Master-Schlüssel hier im Spiel. Der auch nur das Tor zum Boss quasi öffnet, wie man das gewöhnt ist. Jetzt komm halt her, General, Mensch. Steht da hinten rum und bewegt sich nicht. Gemeinheit. So, wir haben wieder die Feuerfee. Mit der können wir jetzt dann wieder die Feuerarena betreten, ohne Schaden zu kriegen. Der Schaden ist übrigens nicht besonders schlimm meistens. Mit einem relativ hochleveligen Charakter kann man so eine Festung auch mal ohne Fee erobern, ohne größere Probleme. Aber wenn man A-Rang will, muss man so wenig Schaden wie möglich nehmen. Und dann ist es schon immer gut, wenn man die passende Fee hat. Oh oh, ein goldenes Huhn. Das ist in der Regel ziemlich gefährlich. Das sollte ich jetzt wirklich aufpassen. Das sind, wie auch in echten Zelda-Spielen, die gefährlichsten Gegner überhaupt. Wenn statt Link so ein Huhn losgehen würde, ausziehen würde, um Ganon zu besiegen, dann würde der alt aussehen. Deswegen legt sich Ganon nicht mit Hühnern an. Daher weiß man das. Hi, Wepper, wie geht's? Bist du der Wepper, der Legendäre? Okay, ich habe das Huhn besiegt. Und es hat ein Ei gelegt. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ich habe die Hühner nie so ganz verstanden. Ich habe so im Hinterkopf, dass die immer mehr werden, wenn man die besiegt. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, wie das gleich nochmal war. Moment mal, die Festung gehört uns noch gar nicht. Der Huhn war hier gar nicht der Festungswärter. Ich dachte, der ist hier der Festungskommandant. Ja, hi, cool, freut mich. Cool, dass du dabei bist. Wepper ist, viele wissen es vielleicht, der ursprüngliche Designer vom Kanallogo, vom Land Squid Bird Rider selbst. Der Urvater des Land Squid Bird Rider Logos. Quasi. Wie geht's dir? So, wir haben den Masterschlüssel. Wir könnten jetzt, glaube ich, schon in die Basis zum Boss gehen. Das will ich aber noch gar nicht. Aber in unserer Heimatbasis wuselt's gerade ziemlich rot. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, da muss ich mal kurz noch einen Abstecher machen. Erst erobern wir den kleinen Vorposten hier mal noch schnell. Genau, hier ist er. Das ist der Drache, von dem wir vorher geredet haben. Mit dem Feuerstab kann ich den quasi beschwören als Spezialangriff. Das ist der Ocarina of Time Feuerdrache, der halt wirklich wie so ein asiatischer langer Drache aussieht. Und eher weniger wie der Drache, in den sich der Charakter verwandelt, der aber offensichtlich doch auf dem eigentlich basiert. Das ist sehr verwirrend. Warte mal, ich glaube, wenn ich da runterspringe, ist das der kürzeste Weg. Ah, cool, kann ich noch schnell einen Verbündeten heilen? So, und jetzt auf zur Hauptbasis, die gerade ganz schön attackiert wird. Urlaub wäre mal wieder nett. Ja, das kann ich verstehen. Das kann wahrscheinlich jeder verstehen. Wie geht's den neuen Mitbewohnern bei euch? Schon eingelebt. Wie heißen sie gleich nochmal? Bertel? Oder? Oder wie war das? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Die Merlin hat es mir gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Ich komme mit der Switch-Steuerung nicht klar. Aber die kann man doch umschalten. Man kann ja entweder in der klassischen Steuerung oder in der Zelda-Steuerungsart spielen, wenn man will. Ich glaube, die wichtigsten Gegner sind hier besiegt im Hauptquartier, oder? Na, da hinten ist noch einer mit Energieleiste. Den schnappen wir uns noch. Oder dann können wir, glaube ich, wieder abhauen. Ah, wir können eigentlich mal auf Impa wechseln, wenn wir die schon dabei haben. Warum denn nicht? Die ist nämlich gerade da, wo ich hinlaufen wollte. Das trifft sich ganz gut. Und ihre Standardwaffe, die sie hier hat, ihr Wasserschwert, ist ziemlich mächtig. Die hat richtig heftige Kombos, die einfach mal ganze Räume ausleert im Grunde. Ah, eine goldene Skulkulla ist erschienen. Das ist gut. Jetzt muss ich kurz leise sein. Ah, zufällig sehe ich sie hier rumliegen. Dann ist es gut. Weil eigentlich muss man die durch Gehör finden auf der Map.
Da wird so ein kleines Spinnennetz oder ein großes Spinnennetz über der Karte angezeigt. Und man muss dann quasi hören, weil die Musik wird leiser und man hört die Krabbeln, wenn man in der Nähe ist. Aber wir hatten Glück. So, heile ich nochmal einen Hauptmann von uns. Erobert die Festung. Und jetzt gehen wir, glaube ich, zum Boss. Was wahrscheinlich König Dodongo ist, oder? Bertel und Jason. Sind beim ersten Freigang kläglich gescheitert und bleiben vorerst lieber drin. Warum? Was, woran sind sie denn gescheitert? Ist was? Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Aber ja. Unser Kater früher, also unsere jetzigen Katzen sind ja sowieso Wohnungskatzen, aber unser Kater, der Garfield, hat sich auch nach ein paar Jahren Freigängertum dazu entschieden, einfach nicht mehr rauszugehen. Der hatte, glaube ich, einfach keinen Bock mehr auf den Stress da draußen. Der wurde dann auch einfach freiwillig zum Hauskater. Manchmal machen Katzen das halt einfach. Ach, da drüben ist noch eine Festung, die erobere ich jetzt auch noch schnell. Ich glaube, wir haben gerade keinen Stress oder so. Das können wir schon machen. Ignorierst meine schlechte Grammatik. Ich benutze Spracheingabe. Ach so, ja genau. Ist okay, das überlese ich meistens sowieso. Ich schaue sowieso meistens nur so mit einem Auge in den Chat und lese dann eher so ein bisschen immer gefühlt, was da stehen könnte. Insofern ist das nicht so wichtig. Hyrule Warriors. Es ist ein wunderschöner Zeitfresser, dieses Spiel. Wie jedes Warrior-Spiel. Einen Nachfolger hätte ich aber wirklich gern. Mit allem, was dieses Spiel hat, aber das machen die Warrior-Spiele ja eigentlich sowieso. Mit allen Figuren, allen Charakteren, die es schon immer gab oder in den Vorgängern gab, plus Millionen mehr. So, gehen wir mal noch in die letzte Festung da unten. Die habe ich ganz übersehen. Vielleicht gibt es da noch was zu holen. Es gibt ja auch immer gewisse Voraussetzungen, damit die zweite Skullkulla auf der Map überhaupt erscheint. Ich glaube, da muss man innerhalb von so und so kurzer Zeit so und so viele Einheiten besiegen meistens. Irgendwie sowas. Könnte sein, dass wir das gar nicht mehr schaffen, die zweite Skullkulla hier freizuschalten. Aber manche Maps muss man halt eben öfter spielen, um alles freizuschalten. Aber ich will mich ja, wie gesagt, heute sowieso eigentlich auf Kostüme, Charaktere und Waffen beschränken. Deswegen schaue ich da eigentlich gar nicht so genau. Aber was wir mitnehmen können als an Skullkullas und Herzteilen und so weiter, nehmen wir natürlich mit. So, jetzt aber. Achso, das sind noch nicht erobert. Mensch, hier stehen schon nur noch meine Soldaten eigentlich, gefühlt. Weiß gar nicht. Da hinten versteckt sich der Kommandant noch. Okay. Ja, ein Schatz. Das ist aber nur eine kleine Truhe. Also das bedeutet nur ein paar Rubine. Aber sagen wir auch nicht nein. Na gut. Dann wechseln wir nochmal auf Impa und erobern das Hauptquartier. Sehr schön. Felix, deswegen sprichst du eventuell die Namen falsch aus. Welche denn? So grundsätzlich? Ja, ich glaube, das unter anderem. Das stimmt. Hallo, Primutus, wie geht's? Draußen war es kalt und nass. Ah, ja, okay. Deswegen sind sie einfach reingekommen. Das ist bei uns auch am Balkon so. Unsere Katzen sind einfach verzogen. Sobald es draußen ein bisschen ungemütlich ist, gehen die einfach auch gar nicht. Wollen die auch gar nicht auf dem Balkon. Bis auf den Kleinen. Der Kleine, der hat so dickes Fell, den stört das, glaube ich, nicht so. Aber unsere älteren Katzen, die beiden, sobald es nur ein bisschen kühl ist oder so ein bisschen nieselt, bleibt man doch lieber daheim auf dem Fensterbrett auf, über der Heizung liegen, statt da irgendwie rauszugehen. So, König Dodongo ist erschienen. Unser erstes Bossmonster. Ist, glaube ich, auch so ziemlich das erste Bossmonster, das man in der Story wirklich trifft. Insofern passend. Ich mache noch schnell meinen Special, weil ich muss ihn machen.
Den Magie-Special muss man immer in einer gewissen Zeit machen, nachdem man aktiviert hat, die Energieleiste. Deswegen haben wir den ins Nix. Und jetzt gehen wir zu König Dodongo. Ich glaube, Link ist ein bisschen näher. Dann kämpfen wir mit Link gegen König Dodongo. Mit dem Feuerstab gegen König Dodongo kämpfen. Jetzt kommt zum ersten Mal unsere Sekundärwaffen zum Einsatz. Denn wenn er das da macht, das ist sehr nett von ihm, dass er gleich damit anfängt, müssen wir ihn Bomben füttern. Und dann fällt er kurz um und wir können seine Energieleiste, also seine, wie sagt man denn, seine Konterleiste, seine Widerstandsleiste, seine Special-Move-Leiste senken. Und dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Wir müssen im Grunde so lange rumlaufen und ausweichen, bis er wieder Feuer spucken will. Das andere Feuer spucken. Aber nachdem macht er ganz oft genau das da. Ich habe schon so oft gegen den gekämpft. Ich kenne ihn in- und auswendig. So, der ist ziemlich robust. Das bedeutet, dass wir ihn jetzt noch nicht killen, aber immerhin können wir schon einmal den Kill-Move machen. Oh nein, hat es doch schon gereicht. Nee, der lebt noch. Ja, er lebt noch. Jetzt können wir ihm aktuell gerade Magie entziehen. Das passiert einfach manchmal. Das heißt, wenn wir ihn jetzt hauen, füllen wir unsere Magieleiste. Die ist jetzt auch schon voll. Das ist sehr gut. Und mit der Magieleiste kann man ihn quasi gleich nochmal in diesen Zustand hier bringen. Ohne dass man warten muss, dass er das Maul aufreißt. Das machen wir jetzt auch gleich. Der eine Kater ist außerdem ein kleiner Feigling. Aber sind das nicht Katzen grundsätzlich? Ist es nicht in der Natur von Katzen, dass sie Feiglinge sind? Aber es gibt schon, da gibt es schon große Unterschiede, das stimmt. Wie bei unserem Ganon. Der ist zwar doppelt so groß wie die anderen Katzen und hat doppelt so buschiges Fell, aber hat auch doppelt so viel Angst vor allem. Und ist immer der Erste, der sofort flüchtet und sich unter Bett versteckt. Und die anderen gucken dann meistens, gucken irritiert rum, weil sie nicht wissen, vor was er eigentlich flüchtet, aber laufen dann lieber auch mal weg. Und dann bricht immer, wenn irgendwo ein Karton umfällt oder irgendwie Geschirr scheppert, bricht immer die große Panik im Haus aus. Und dann rennen alle Katzen wie verrückt, immer ausgelöst durch Ganon, irgendwo unter sämtliche Couchen, Betten und sonstige Möbel, die wir haben. Schön. Ich finde meine Katze manchmal aus den Fenster werfen. Was? Mach's gut. Wahrscheinlich bist du jetzt schon weg, aber mach's trotzdem gut. Caveat. Tschüss. Bis bald. So. Mission complete. Wir haben Krafthandschuhe. Nein, das Kraftarmband ist es ja noch im ersten Zelda. Wir haben ein Kraftarmband. Eine goldene Skullkulle haben wir auch gekriegt. Das ist cool. Kann man immer brauchen. So, mit dem Kraftarmband können wir jetzt hierher gehen. Aber da ich mir nicht sicher bin, ob wir wirklich das Kraftarmband brauchen, benutze ich jetzt erstmal den Kompass. Der zeigt uns an, mit was wir interagieren müssen. Und da es das Objekt ist, brauchen wir da das Kraftarmband. Und dann schieben wir den Stein zur Seite. Ein neuer Eingang wird freigelegt. Und wir können jetzt, wenn wir hier siegen, neue Kleidung. Aber ich glaube, das ist Feenkleidung, oder? Ich glaube schon. Na, ist egal. Trotzdem. Wirklich? Aber das ist eigentlich das Symbol für neue Outfits. Na, das machen wir jetzt einfach mal. Vielleicht wird das Symbol auch für Feenkleidung benutzt. Oder das ist gar nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Hilfe! Krieger des Feuers. Schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Ah, die Schlacht hier ist auf Darunia beschränkt. Den Häuptling der Goronen und einen der sieben Weisen aus Ocarina of Time. Den nehmen wir mit dem Hammer. Der heißt einfach nur Hammer, ohne irgendwas. Okay. Achso, wartet mal ganz kurz. Ich muss mit ihm kurz zum Bazar gehen. Denn ich glaube... Oh doch, der ist schon ein bisschen aufgebessert. Cool. Aber den bessern wir noch ein bisschen mehr auf. Magie hält länger. Ist immer gut. Die Schwachpunktanzeige lässt sich deutlich einfacher reduzieren. Sehr gut. Selbst wenn Gegner blocken, verlieren sie Energie. Das ist das Beste überhaupt. Finde ich. So, hier kriegen wir jetzt quasi Resistenzen auf diesem Bildschirm. Das ist hauptsächlich, da levelt man eigentlich nur die Resistenzen hoch. Hi, der echte Tobi. Hallo, wie geht's?
Jetzt reduzieren wir quasi unseren Schaden gegen Feuer, gegen Wasser, gegen Blitz und so weiter. Ach so, und so weiter nicht mehr, weil wir keine Ressourcen mehr haben. Aber ist auch gut. Level 10 hat der. Das muss reichen. So. Los geht's. Cool. Das freut mich, dass ich dich vor Call of Duty Frust retten konnte. Quasi. Warum spielt man auch Call of Duty, rappt Cludo. Ich habe nur das erste Call of Duty gespielt und das mochte ich eigentlich ein bisschen, aber eigentlich nicht wirklich. Ich war nie so ein Fan davon. Aber ich mag auch Shooter generell nicht so gerne. Und gerade bei Shootern geht es mir wirklich so, je realistischer das wird, desto weniger mag ich's. Ich mag dann eher so den absurden Quatsch, der macht mir viel mehr Spaß. Ich bin halt eher Serious Sam und weniger Counter-Strike, quasi. So, erster Basiskommandant besiegt. Wir haben jetzt wegen Merlins Hausstauballergie endlich die neue Couch bekommen. Eine Couch aus Kunstleder. Und jetzt ist es jeden Tag ein Kampf gegen die Katzen, die Couch zu verteidigen. Weil seine Krallen in so Leder zu schärfen, macht natürlich besonders viel Spaß. Aber die gehen natürlich auch besonders schnell kaputt. Ah ja, hier hat man gerade gesehen, das habe ich vorher erklärt, hätte ich jetzt im richtigen Moment mit dem Bumerang attackiert, hätten wir seine Attacke quasi abändern können und er hätte dann seine eigenen Verbündeten attackiert. Das ist auch ein neues Feature, das es auf der Wii U noch nicht gab, das ziemlich nützlich ist. Mal schauen, ob wir ihn nochmal dazu bringen können. Oder wir hauen ihn einfach so kaputt, das geht auch. So. Irgendwann. Ich lass mal den Bumerang ausgerüstet. Hier kämpfen jetzt drei Fraktionen, oder? Es gibt noch die gelben, unabhängig von den roten anscheinend. Okay. Besiege Hauptleute, bis sich der Feldmarschall zeigt. Solche Missionsbeschreibungen mag ich. In einem Spiel, wo es darum geht, dass man alle kaputt haut, sagt einem die Quest, hau alle kaputt. Diese Sprache spreche ich. Das verstehe ich. Nein. So, bei dem... Ach nee, der ist schon so gut wie tot. Hauen wir ihn einfach kaputt. Die Gegner sind hier noch zu niedrig levelig, als dass man taktisch vorgehen müsste. Die kann man einfach mit dem Hammer kaputt hauen, während man den Chat liest. Das ist kein Problem. Sinking City Let's Play hast du gesehen. Atmosphärisch echt nicht schlecht. Das Spiel hat aber hinten raus viel liegen lassen. Ja, leider. Das Spiel hätte Potenzial und ich mag das Setting, ich mag die Stimmung, ich mag viel an dem Spiel. Vieles allerdings auch. Leider. Oh, die Verpackung ist gut, aber das Spiel ist leider echt schlecht. Schade. Hey, ich meine, es ist kein trashiges Trash-Spiel. Ich habe wirklich schon schlimmere Sachen gespielt, um Himmels Willen, aber... Ja, es ist halt einfach auch nicht gut. Man merkt, dass sich viele Leute sehr viel Mühe gegeben haben. Das Konzept ist nur leider nicht aufgegangen. So, ich mache hier mal die Töpfe kaputt. Kriegen wir ein bisschen Spezial-Move-Energie. Oh, ich glaube, da kommt gerade... Da müssen wir mal schnell den mittleren Hauptraum da verteidigen, bevor wir rübergehen. Oh, warte mal, die greifen unsere Hauptbasis an. Dann sollte ich da vielleicht schnell rüberlaufen. Das ist nicht gut. Wenn die unser Hauptquartier angreifen. Warum rollt der eigentlich nicht zur Fortbewegung? Ich dachte, Goronen rollen, wenn es schnell gehen muss. Aber vielleicht nicht, wenn sie riesige Hämmer mit sich rumtragen. Das macht schon Sinn.
Ich glaube, da kann man sich eher unkomfortabel zu einer Kugel zusammenrollen, wenn er so einen Riesenhammer trägt. Da muss man dann doch die kurzen Beinchen benutzen. So, den hätten wir. Ah, da drüben braucht ein Verbündeter Hilfe. Oh, ist schon zu spät. Nee, er lebt noch. Habe ich ihn geheilt? Ich glaube schon. Wer weiß. Schnell Bogen finden. Zu langsam. Es gibt leider mittlerweile so viele Waffen in dem Spiel. So viele Hilfswaffen. Da sind noch ein paar dazugekommen seit der Wii U-Version. Dass das Wechseln, das Finden der Waffe, die man gerade braucht, echt zu lange dauert teilweise. Stufe erhöht. Yes, level up. So, jetzt haben wir es geschafft gerade. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Wir können es gleich nochmal machen. Jetzt mit dem Bogen schießen und dann macht er einen Angriff, der seine eigenen Verbündeten schädigt und nicht. Und er wird kurz verwundbar. Das ist so ziemlich das Effektivste und Nützlichste, wie man die Generäle jetzt neuerdings besiegen kann. Eine Option, die es früher eben nicht gab im Kampf gegen die. Das ist ziemlich cool. So, da haben wir noch einen Gegner mit Energieleiste. Den hauen wir noch schnell kaputt. Und dann, ja, gehen wir weiter. Die Truppen von Ruto rücken in Richtung Hauptquartier vor. Die werden wir gleich empfangen auf dem Weg. Die lassen wir erst gar nicht ankommen. Da kommen sie schon. Hey, du da, wo willst du denn hin? Hier bin ich. Genau. Brav, hallo. Okay. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert, aber es läuft gut anscheinend. Also passt schon. So, machen wir noch unseren Super Special Move. Gut, ich glaube, die Angriffsarmee von Ruto ist so ziemlich besiegt. Warum sind wir eigentlich im Wassertempel? Warum starten die Goronen eigentlich im Wassertempel? Das macht keinen Sinn. Das ist auch eine der wenigen Maps, wo die verschiedenen Orte quasi miteinander verschmolzen haben. Die Story des Spiels ist ja quasi, dass so eine mächtige Magierin die verschiedenen Zeiten und Welten miteinander verschmolzen hat. Und hier läuft man nachher, das sehen wir gleich, über diese Schnittlinie, weil hier quasi die Zoras-Höhle und der Hylia-See miteinander verbunden sind. Das ist ein netter Kniff, den die Entwickler hier genutzt haben, damit sie möglichst viele bekannte Orte abbilden können, ohne große räumliche Distanz dazwischen. Genau, viele erkennen es vielleicht vom N64 sogar, wenn man das Wasser im See abgelassen hat, hier die Insel. Ich glaube, ich sollte kämpfen. Warte mal, da unten, ich glaube, ich muss nochmal schnell zurück. Da sind noch ein paar Gegner, die verhauen werden müssen, befürchte ich. Ist aber nervig, wenn man nur einen Charakter hat. Da muss man immer so viel drum latschen. In späteren Maps gibt es dann Eulenstatuen. Die gab es aber im Originalspiel für die Wii U auch noch nicht. Deswegen gibt es die auch nicht auf dieser Abenteuerkarte hier. Weil die quasi noch Ur-Content ist. Die Overworld-Map, die wir hier machen. Deswegen können wir uns nicht teleportieren zu den Eulenstatuen, sondern müssen wirklich überall zu Fuß hinlatschen. Zum Glück ist die durchschnittliche Laufgeschwindigkeit schon extrem hoch. Ich würde gern mal in km/h ausrechnen, wie schnell sich die fortbewegen, wenn sie mal in Sprintmodus gehen. Ich glaube nämlich, dass das gar keine schlechte Geschwindigkeit ist, die hier an den Tag legen.
Was, Del Toro soll an einer Berge des Wahnsinns-Verfilmung dran sein? Das klingt cool. Da bin ich gespannt. Aber Berge des Wahnsinns, wirklich? Weil Del Toro ist ja einer, der seine Monster sehr gut inszenieren kann, im Grunde. Wenn es um Kreaturen geht, um Fabelwesen, um Monster, dann denke ich an Del Toro. Da gibt es vielleicht keinen besseren Regisseur dafür. Aber das hat Berge des Wahnsinns nicht wirklich eigentlich. Aber vielleicht wird es eine freie Interpretation oder ein untypischer Del Toro-Film. Wer weiß. Ja, aber das stimmt leider. So gern ich die Lovecraft-Kurzgeschichten mag, ist der Rassismus in den Büchern teilweise schon echt extrem unangenehm zu lesen. Manche fragen immer wieder, ob ich nicht vielleicht Lovecraft-Hörbücher aufnehmen will, aber schon allein das Lesen mancher Passagen würde mir so unwohl bereiten, dass ich will es gar nicht aussprechen teilweise, was da geschrieben steht. Deswegen, nee, danke. Ihr nicht. Der war halt leider selbst für seine ohnehin schon rassistische Zeit wirklich eine rassistische Person. Er hat das scheinbar dann später bereut. Hat zumindest ein Hörbuch, das so einen autobiografischen Teil oder einen biografischen Teil über ihn am Anfang hatte, mal behauptet. Ich weiß nicht, woher die Information haben, aber die haben das so gesagt. Kann schon sein, ist ja bei vielen so. Ich meine, selbst Kant hat irgendwie in jungen Jahren gegen die Türken gewittert und hat dann später irgendwie gesagt, ja, mein Gott, ich war halt jung und dumm und da schreibt man schon mal Blödsinn. Wer weiß. Er ist zu jung gestorben, als dass er es wirklich hätte bereuen können wahrscheinlich oder wirklich überdenken können. Er war zumindest später dann auch wirklich mit Menschen befreundet, eng befreundet, über die er in seinen frühen Werken noch geschrieben hätte, dass sie irgendwie halb Menschen sind oder irgendwie sowas. Das weiß man über ihn. Naja, wie auch immer, er war ja auch ziemlich crazy und wurde von seinen Eltern misshandelt, von seiner Mutter und so. Das darf man vielleicht, muss man vielleicht auch in die Persönlichkeit, in die Biografie mit einrechnen. Er kann ja nichts dafür. Bevor ich jetzt in die Hauptbasis gehe, erobere ich noch dieses eine Nebengebäude da. Und dann beenden wir die Map. Ein Magnus! Der spawnt immer wieder stärkere Monster und so. Mein Schatz, mal schauen, was wir finden. Man muss wohl ein Spinner sein, um so abgefahrenen Stuff zu schreiben. Zumindest war er wirklich schon, ich glaube, das ist wirklich eine seiner größten Inspirationen, vor allem für seine Kurzgeschichten, waren wohl seine Albträume, weil er schon seit frühester Kindheit von ganz schrecklichen und wiederkehrenden Albträumen gequält wurde. Und die... Viele Inhalte seiner Albträume findet man sogar wirklich in seinen Kurzgeschichten wieder. So, okay. Ich erkläre das hier jetzt endgültig für erobert. Level Up haben wir auch noch bekommen. Why not? Dann gehen wir mal zur... Endbossin hier. Ein schönes Intro für Ruto, oder? Weil genau an das kann man sich erinnern, wenn man an Ruto denkt. Dass man sie in diesem nervigen dritten Kinderdungeon ständig durch die Gegend schleppen muss. Hier ist sie sehr mobil dafür. Dass sie sich in Ocarina of Time eigentlich kaum selbstständig bewegen kann.
Ich mache was. Ruto macht nichts, dass ich kontern könnte. Ich lasse sie aber auch nicht dazu kommen. Ah, jetzt. Okay, gut. Nee, doch nicht. Ah, ist okay. Ist egal. Hauen wir einfach weiter drauf. Scheint ja zu funktionieren. Oh oh. Ausweichen. Ja. Mist. Okay. Ach, jetzt kann er doch rollen. Auch mit Hammer in der Hand. So. Geschafft. Mit einer Arschbombe. Den feindlichen General besiegen. Gibt es eine weibliche Form von General? Sagt man da Generälin? Wahrscheinlich. Warum auch nicht? Ich habe. Gibt es eigentlich schon das Remaster vom ersten Command & Conquer, weil wir gerade über Generäle und Generälinnen reden? Weil. Ich habe da Bilder dazu gesehen, aber ich weiß nicht, ob das in Entwicklung ist oder ob es das schon gibt. Ich habe mich nicht informiert. Ich habe nur Bilder gesehen, dass die Original-Cutscenes durch eine KI haben hochrendern lassen, damit die ein bisschen zeitgemäßer aussehen. Aber ansonsten sind es noch die Original-Cutscenes mit den Original-Schauspielern, die furchtbar sind, und es ist grandios. Das ist super. Finde ich super. Da hätte ich schon Interesse dran. Die goldene Ära der Echtzeitstrategie. Das Warcraft 3 Remake ist ja scheinbar ein bisschen nach hinten losgegangen. Wobei ich gehört habe, dass das jetzt mittlerweile nach ersten Patches und so weiter eigentlich ganz okay ist. Es hat halt trotzdem viele Erwartungen enttäuscht, weil die im Vorfeld einfach mit Sachen geworben haben, die dann letztendlich nicht im Spiel sind. Aber jetzt in gepatchter Form soll es ein solides Remake sein, das man als Fan eigentlich gut spielen kann, habe ich so mitbekommen. Aber gleich nach Release war der Shitstorm anscheinend groß bei den Fans. Ich hätte ja Bock, weil ich habe die Story von Warcraft 3 als sehr gut in Erinnerung. Diese ganze Kampagne mit Frozen Throne zusammen, wo man diesen Menschenprinzen oder was er war begleitet, wir... Ja, ich will jetzt gar nicht spoilen, aber eben seine Story und seine Reise habe ich als ziemlich coole Geschichte in Erinnerung. Und das würde ich fast gerne wieder spielen nochmal. Könnte ich mir vorstellen, dass ich das im Remake nochmal nur den Story-Modus von Warcraft 3 durchspiele. Ob die Story wirklich immer noch so gut ist, wie ich die in Erinnerung habe aus heutiger Sicht. Oder ob die halt nur damals für Videospielverhältnisse gut war, wie es halt oft ist. So, wir haben 2657 Gegner besiegt. Nicht schlecht. Angeblich soll am 5. Juni C&C kommen. Muss ich auf jeden Fall im Auge behalten. Schon allein wegen den Cutscenes. Tatsächlich, das war nur Elfenkleidung. Die wird anscheinend genauso angezeigt wie Kleidung, Kostüme für die Charaktere. Der Zora-Rock für die Feen. Na gut, meinetwegen. Ach so, und zusätzlich haben wir für Link das klassische Gewand bekommen. Aha. Feenkleidung und Charakterkleidung in einem. Nicht schlecht.